Kapitel 7, 064a. Nach seiner Ankunft in Salamanca betete er in einer Kirche. Da erkannte ihn eine Frau aus der Compañía. Die vier Gefährten waren schon seit Tagen dort. Sie fragten nach seinem Namen und führten ihn zur Unterkunft der Gefährten. Als man in Alcalá befahl, sie sollten sich wie Studenten kleiden, sagte der Pilger: Als ihr uns befohlen habt, die Kleider zu färben, haben wir es getan. Jetzt können wir es aber nicht tun, da wir nichts haben, um sie kaufen zu können. Da hatte sie der Generalvikar selbst mit Kleidern, Mützen und allem, was Studenten brauchen, ausgestattet. So neu gekleidet hatten sie Alcalá verlassen. Er beichtete in Salamanca bei einem Dominikaner in St. Stephan. Etwa 10 oder 12 Tage nach seiner Ankunft sagte der Beichtvater zu ihm: Die Patres des Klosters möchten euch sprechen. Er antwortete: In Gottes Namen. 064b. Es wird das Beste sein, sagte der Beichtvater, wenn ihr am Sonntag kommt. Die Patres möchten viele Dinge von euch wissen, will ich euch nur sagen. Am Sonntag kam er mit Calixt. Nach dem Essen führte der Subprior die beiden in Abwesenheit des Priors zusammen mit dem Beichtvater und, wie ich meine, mit einem weiteren Mönch in eine Kapelle. Dort begann der Subprior mit Herzlichkeit davon zu sprechen, welch gute Berichte sie über ihr Leben erhalten hätten, da sie wie Apostel predigend umherzögen. Sie möchten gern mehr davon erfahren. So legte er ihnen gleich die Frage vor, was sie studiert hätten. Der Pilger antwortete: Am meisten von uns habe ich studiert. Er erzählte ihm aber offen, wie wenig er studiert habe und wie gering sein Fundament sei. 065a. Was predigt ihr denn? Wir predigen nicht, sagte der Pilger. Wir sprechen nur im engen Kreise über Gott, etwa nach Tisch mit den Leuten, die uns einladen. Der Mönch: Über was für göttliche Dinge? Das möchten wir gerne wissen. Wir sprechen mal über diese Tugend, antwortete der Pilger, dann über jene, und zwar mit Lob, dann mal über dieses oder jenes Laster, und zwar mit Tadel. Ihr seid nicht gebildet, meinte der Mönch, und da redet ihr über Tugend und Laster? Das kann man nur tun, wenn man gebildet ist oder vom Heiligen Geist geführt wird. Nun seid ihr aber nicht vorgebildet, also sprecht ihr in der Kraft des Heiligen Geistes. 065b. Da wurde der Pilger stutzig, da ihm eine solche Rede nicht recht gefiel. Nach kurzem Schweigen sagte er, es sei unnötig, noch mehr über so etwas zu sprechen. Aber der Mönch drängte. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele Irrlehren eines Erasmus und anderer gibt, die die Welt verführt haben, wollt ihr keine Erklärungen über eure Reden geben? Über dieses mit dem Heiligen Geist möchten wir etwas hören. 066a. Der Pilger sagte: Pater, mir werde ich nicht sagen, außer vor meinen Oberen, die mich dazu verpflichten können. Zuvor hatte man ihn gefragt, warum Calix so auffällig gekleidet sei. Er trug einen kurzen Rock, einen riesigen Hut auf dem Kopf, in der Hand einen Stock und halbhohe Schaftstiefel. Da er sehr groß war, sah er komisch aus. Der Pilger erzählte von ihrer Gefangenschaft in Alcalá und von der Vorschrift, studentische Kleidung zu tragen. Sein Gefährte habe aber wegen der Hitze seinen Talar einem armen Geistlichen gegeben. Darauf murmelte der Mönch mit allen Zeichen des Missfallens zwischen den Zähnen: Die Nächstenliebe fängt bei sich selber an. 066b. Zurück zum Bericht. Da der Subprior kein Wort mehr vom Pilger hörte, sagte er: Ihr bleibt hier, während wir das Nötige tun, damit ihr über alles Auskunft gebt. Da gingen die Mönche in großer Eile fort. Der Pilger fragte, ob sie in der Kapelle bleiben sollten oder sonst wo. Der Subprior antwortete, sie sollten in der Kapelle bleiben. Dann schlossen die Mönche die Türen ab und setzten sich wohl mit dem Gericht in Verbindung. Die beiden blieben 3 Tage im Kloster, ohne etwas von einem Gericht zu hören. Bei den Mahlzeiten waren sie mit den Mönchen zusammen im Refektorium. Sonst war ihre Zelle fast ständig voll von Mönchen, die sie besuchten. Der Pilger sprach mit ihnen über seine üblichen Themen, so entstand unter ihnen ein Zwist, da viele ihm ihre Zuneigung zeigten. 067a. Nach 3 Tagen kam ein Notar und ließ ihnen Karzer bringen. Man steckte sie nicht zu den Verbrechern, sondern wies ihnen oben einen Raum an, der aber vor Schmutz starrte, da er nie benutzt wurde und alt war. Man schloss sie mit nur einer Kette je mit einem Bein an. Die Kette war an einem Pfosten mitten im Raume festgemacht und dürfte 10 bis 13 Ellen lang gewesen sein. Jedes Mal, wenn einer etwas tun wollte, musste der andere ihn begleiten. Die erste Nacht blieben sie wach.
Als am nächsten Tag ihr Haft in der Stadt bekannt wurde, schickte man ihnen Betten und alles andere reichlich in den Karzer. Ständig kamen Leute zu Besuch und der Pilger setzte seine Übungen fort, indem er über Gott sprach und so weiter. 067b. Der Baccalaureus Frias suchte sie auf, um jeden zu verhören. Der Pilger gab ihm seine Notizen, also die Übungen, zur Prüfung. Auf die Frage nach anderen Gefährten sagten sie ja und wo sie waren. Der Baccalaureus befahl, zu dem Ort zu schicken und brachte Cacares und Artiaga ins Gefängnis. Juanico, der später Mönch wurde, ließ man zurück. Man brachte sie nicht zu den beiden nach oben, sondern nach unten, wo die üblichen Häftlinge waren. Auch jetzt wollte er wie früher keinen Anwalt oder Helfer haben. 068a. Einige Tage später wurde er vor vier Richter gerufen, die drei Doktoren Sankt Isidoro, Paravinias und Frias, als vierter der Baccalaureus Frias. Alle hatten bereits die Übungen gesehen. Sie stellten ihm viele Fragen, nicht nur über die Übungen, sondern auch aus der Theologie, zum Beispiel über die Trinitäts- und Sakramentenlehre und wie er diese Lehrstücke verstehe. Er machte seine übliche Vorrede. Er musste auf Befehl der Richter antworten und tat es. Sie fanden nichts, was tadelnswert war. Der Baccalaureus, der bei all dem sich eifriger als die anderen zeigte, fragte noch nach dem Kirchenrecht. Auf all das musste er eine Antwort geben, dabei sagte er immer zuerst, er wisse nicht, was die Doktoren dazu meinten. 068b. Schließlich ließ man ihn das erste Gebot erklären, wie er es gewöhnlich tue. Er fing an und hielt sich lange dabei auf und sagte vieles über das erste Gebot, weshalb man keine Lust mehr hatte, ihn zu fragen. Vorher bestanden die Richter, als man über die Übungen sprach, auf einen Punkt, der dort zu Beginn steht. Wann ein Gedanke eine lässliche und wann er eine Todsünde sei. Der Grund war, weil er, ohne Theologe zu sein, darüber eine Entscheidung traf. Er antwortete, ihr müsst hier bestimmen, ob meine Ansicht richtig ist oder nicht, und wenn sie falsch ist, dann verurteilt sie. Zum Schluss gingen sie weg, ohne etwas zu verurteilen. 069a. Unter vielen, die ins Gefängnis kamen, um mit ihm zu sprechen, war der heutige Kardinal von Burgos, De Francisco de Mendoza, mit Baccalaureus Frias. Als er freundlich fragte, wie es ihm im Gefängnis gehe und ob er über seine Haft bedrückt sei, sagte er, »Ich will die Worte gebrauchen, die ich heute einer Dame sagte, die mich wegen der Gefangenschaft bedauerte. Ich sagte, damit zeigt ihr, wie wenig ihr nach der Liebe Gottes verlangt. Haltet ihr das Gefängnis für ein Unglück?« Ich sage euch, es gibt in Salamanca nicht genügend Fesseln, um ein Verlangen zu töten, aus Liebe zu Gott noch mehr zu ertragen. 069b. In dieser Zeit brachen die Insassen des Gefängnisses aus. Nur die zwei Gefährten, die mit ihnen inhaftiert waren, flohen nicht. Als man sie am Morgen bei offenen Türen und ohne jede Wache antraf, waren alle sehr erbaut davon. Es machte einen großen Rumor in der Stadt. Danach wies man ihnen einen Palast, der in der Nähe lag, als Gefängnis an. 070a. Nach 22 Tagen Haft ließ man sie das Urteil hören. Es lautete, es finde sich kein Irrtum in ihrer Lebensweise oder in ihrer Lehre. Sie könnten weitermachen wie bisher, das heißt Christenlehre erteilen und über religiöse Dinge sprechen. Sie dürften aber niemals sagen, dies oder das ist eine Tod- oder eine lässliche Sünde, wenn sie nicht 4 Jahre studiert hätten. Nach dem Urteil zeigten die Richter viel Liebe, als ob sie die Annahme des Urteils erreichen wollten. Der Pilger sagte, er werde alles machen, was das Urteil befehle, aber er werde es nicht annehmen. Ohne das geringste Urteil verschließe man ihm den Mund, damit er nicht mehr den Menschen helfe, soweit er könne. 070b. Der Dr. Frias war ihm sehr wohlgesinnt und drängte ihn. Der Pilger aber sagte nur, er werde die Vorschriften ausführen, solange er in der Jurisdiktion von Salamanca sei. Sofort kamen sie aus dem Karzer frei. Er dachte nach, was er tun solle, und empfahl Gott seine Sache. Er empfand einen Verbleib in Salamanca als sehr schwierig. Mit dem Verbot zu bestimmen, was eine Tod und was eine lässliche Sünde sei, schien ihm das Tor verschlossen, den Seelen zu helfen. 071a. Daher beschloss er, in Paris zu studieren. Als sich der Pilger in Barcelona beraten ließ, ob und wie lange er studieren solle, war seine Frage, ob er danach in einen Orden eintreten oder allein in die Welt ziehen solle.
Als ihn erstmals die Idee mit dem Orden kam, spürte er das Verlangen, einen laschen und kaum reformierten Orden zu wählen. Der Eintritt in den Orden sollte ihm mehr Gelegenheit zum Leiden geben. Auch dachte er, Gott wolle ihnen damit helfen. Gott schenkte ihm große Zuversicht, die Anfeindungen und Kränkungen, die man ihm zufügen würde, gut zu ertragen. 071b. Es verließ ihn während seiner Haft in Salamanca das starke Verlangen nicht, den Seelen zu helfen. Aber dazu müsse er mehr studieren und für den Plan noch einige Genossen finden und diejenigen behalten, die er schon hatte. Nach dem Entschluss für Paris sprach er mit ihnen, hier auf ihn zu warten, während er zur Erkundung dorthin wollte, um zu sehen, ob sie gemeinsam die Studien fortsetzen könnten. 072. Viele Leute von Rang bestürmten ihn, er solle nicht fortgehen, konnten aber nichts bei ihm erreichen. Er reiste 15 oder 20 Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ohne Begleitung ab und nahm nur einige Bücher auf einem Esel mit. Als er nach Barcelona kam, rieten ihm alle Bekannten wegen der großen Kriege von der Reise nach Frankreich ab. Man erzählte ihm sehr drastische Beispiele, sogar man habe Spanier auf dem Rost gebraten. Aber nie hatte er die geringste Angst.